Nochmal, jetzt kann jederzeit eine schnelle Gegenbewegung kommen. Wir sind extrem stark gefallen. Ich habe lange nicht so einen Ausverkauf gesehen. Und die Märkte können jederzeit, vielleicht sogar im Laufe des Tages, auch eine rapide Gegenbewegung einleiten. Idealerweise, die Märkte sind jetzt wirklich ausgeverkauft, massiv überverkauft. Wenn jetzt in einer solchen Situation ein Trump kommt mit einer Meldung, er wird ein Konjunkturpaket auflegen oder die Fed die Zinsen senken oder ähnliche Dinge mehr, könnte das eine sehr schnelle Erholungsbewegung bringen. Aber Vorsicht! Das heißt nicht, dass wir den alten Pfad wieder aufnehmen, sondern es ist eine Erholungsbewegung, auf die erwartungsgemäß ein weiterer Abverkauf folgt. Wo der endet, vollkommen unschlüssig, vollkommen offen. Es kann sehr stark nach unten gehen. Wir werden das beobachten, dass es jetzt einfach sich auflöst und wir auf neue Höchststände schießen. Ausschließen kann man an den Börsen grundsätzlich nie was. Die Wahrscheinlichkeit würde ich für unter 10% ansetzen, aber trotz allem, man muss es im Hinterkopf haben, theoretisch denkbar, nicht wahrscheinlich. Wir sind im Fonds komplett abgesichert, das für diejenigen, die investiert sind, zur Beruhigung. Wir waren die ganze Phase komplett abgesichert. Während unser Vergleichsindex 15 Prozentpunkte innerhalb einer Woche verloren hat, konnten wir sogar leicht zulegen, 1,5 Prozentpunkte zulegen, da unsere Aktienpositionen sich besser gehalten haben als die Absicherung. Genau dafür war diese Arche gebaut. Die Arche schwimmt, sie funktioniert. Es ist genau das, was wir vorhatten. Und wir werden immer wieder mal versuchen, ein paar Absicherungen aufzulösen, eine Gegenbewegung mitzunehmen, dann aber sofort auch wieder, falls es nicht aufgeht, die Absicherung ein paar Punkte drunter reinsetzen, damit uns hier gar nichts anbrennt. Also keine Sorge, wir werden hier maximale Sicherheit fahren, trotzdem auch immer wieder unsere Chancen suchen. Das ist genau die Situation, für die dieses Schiff gebaut ist. Und die Arche Noah wurde so lange belächelt, bis es angefangen hat zu regnen. Ich glaube, das Ähnliche sehen wir im Moment hier auch.